Ist denn heute schon Silvester? Ja, es ist Silvester. Es ist der 31.12.2021. Das Rasenfreak-Jahr 21 ist vorbei. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Viel Spaß auch im nächsten Jahr mit eurem Rasen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß mit meinen Videos. Es war für uns nicht schlecht. Wir haben fast die 50.000 Abonnenten erreicht. Macht nichts, das werden wir im nächsten Jahr bestimmt schaffen. Gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr Spaß hattet an unseren Videos. Es waren ein paar ganz nette Videos dabei, glaube ich. Ja, man dachte, da muss ich hingucken. Meine Frau, yeah, ja, liebe Rasenfreaks, meine Frau macht wieder gerade ein paar Instagram-Fotos. Falls ihr das noch nicht wisst, meine Frau kümmert sich hauptsächlich um unseren Instagram-Kanal, stellt da die ganzen Fotos für euch rein und also ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt schaffen würde. Ja, liebe Rasenfreaks, 2021 ist vorbei. Ich will jetzt gar nicht groß zurückschauen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es gefunden habt. Ihr könnt mal gerne schreiben, was euer Lieblingsvideo war. Da bin ich sehr interessiert dran. Das erfolgreichste Video war das Video mit dem Rasenspecht. Also das hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist so ziemlich durch die Decke gegangen. Unglaublich erfolgreich. Hätte ich nie erwartet. Ich meine, die Firma Rasenspecht hat sich gefreut. Ist ja auch schön so. Ich habe gesagt, dass ich im Januar was Neues anfangen werde. Und was meine Frau steht da drin und macht Faxen. Warte mal, hier, da. Das heißt, jetzt ist sie abgehauen. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich im Jahre 2021 was ganz Spannendes anfangen werde. Jetzt verrate ich es euch. Ja, soll ich? Soll ich, Schatzi? Ja, ja. Ja, ich soll. Genau, ich werde nämlich eine Greenkeeper-Ausbildung starten bei der Deuler in Kempen. Das sollte eigentlich schon am 10. Januar stattfinden. Wegen Corona hat das jetzt sich leider auf Ende Januar verschoben. Die mussten den Kursus teilen in zwei Gruppen, damit man in dem Kursus mit ausreichend Abstand sitzen kann. Ende Januar geht's los. Da wird der Rasenfreak eine Greenkeeper-Ausbildung machen. Und zwar, diese Greenkeeper-Ausbildung besteht aus drei Teilen. A, B und C. Das läuft in der Regel so über 2-3 Jahre. Im Rahmen einer Lehre, ne, über 2-3 Jahre, machen die Greenkeeper im Winter immer eine Greenkeeper-Ausbildung, um dann wirklich geprüfter Greenkeeper zu werden. Das kostet natürlich auch Geld, gar keine Frage. Ich freue mich tierisch darauf, da mitzumachen. Und ich werde natürlich darüber berichten, was man in so einer Ausbildung eigentlich als angehender Greenkeeper lernt. Ja, und da werdet ihr dabei sein. Ende Januar geht es los, nicht schon im Januar. Dann machen wir halt im Januar ein paar andere Videos. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich darauf, ein bisschen mehr Fachwissen mir anzueignen. Vom Freak vielleicht so ein bisschen zum Fachmann zu werden. Das ist mein Ziel. Ich werde auch, wenn es gut läuft, wenn es funktioniert, werde ich auch alle drei Kurse machen im Laufe der nächsten 2 Jahre. Ja, das ist der Plan. Ja, und das ist das, was der Rasenfreak nächstes Jahr starten wird. Jetzt sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut ins nächste Jahr. Habt viel Spaß im nächsten Jahr mit eurem Rasen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Guten Rutsch. Tschüss.